Ich liebe ja fast jedes Geist-Pokémon. Ich finde, Geist-Pokémon sind die coolsten, die es gibt, Alter. Bis auf das, was ein Kronleuchter ist. Skelabra. Das sieht aus wie Halloween Town. Ja, das habe ich auch mal gedacht. Weil warum auch immer, nur bei dieser Zone jetzt auf einmal Mitternacht ist. Das ist eine Insel, weißt du? Hallo. Ja, der Mond ist da, hallo. Bisschen Nachtnebel und dann wird das schon. Nachtnebel, ja stimmt. Die Spukzone. Guck mal, mit schwachen Nerven bleiben die da draußen. Haben wir schwache Nerven? Nein, denn wir haben jetzt den Donnerblitz. Mit richtig gutem Aiming. Aimbot. So, dann müssen wir erstmal hier den... Was sagt dieses Schild? Das Driftzipeli jetzt kommt. Ach Gott. Oh yeah, da ist unser Homie Driftzipeli. Was macht er denn? Ja, das ist Quick Travel. Das ist unser Taxi. Okay. Ja, darf doch nicht sein. Das sieht wirklich aus wie... Wie Dings, ne? Das Tor auch, ne? Es ist wirklich Halloween Town, Alter. Oder Luigi's Mansion. Luigi's Mansion. Mario! Mario? Warum? Was macht Raichu? Hallo, das ist halt richtig ein richtiges Geist-Elektro. So ein richtiges Geist-Elektro. Was macht so. Das Stachelschwende? Der ist Gift-Unlicht. Also Unlicht würde ich hier noch okay finden. Unlicht-Pokémon. Der ist auch ein Voltok-Elektroball? Ich glaube, also ich verstehe es nicht. Hi. Raichu! Raichu! Die Geschichte von Pichu haben mich neugierig gemacht. Also bin ich einfach mal hergekommen. Ganz schön gruselig hier, was? Wie wär's mit deinem Wettstreit? Lass uns fangen spielen. Wir sind aber nicht mit allen befreundet. Nee, natürlich nicht. Also, ich werde das definitiv auch nicht auf 100% spielen, dass ich mit allen Pokémon befreundet bin. Bist du wahnsinnig? Aber das ist unwichtig, ob wir mit allen Pokémon befreundet sind. Du musst mit bestimmten Pokémon befreundet sein, um weiterzukommen, aber nicht mit allen. Aber warum spielen wir dann mit Raichu? Ich bin echt froh, dass wir nochmal miteinander spielen können. Ich habe auch extra dafür trainiert. Ach, boah, dann haut er einfach ab und sagt nicht mehr, was abgeht. Das ist ein Assi, ne? Elektroball, Alter. Stressmusik. Ich hab doch jetzt diese Steuerung. Ich bin aus dem Weg. Also irgendwie. Ich kann die Kamera nicht. Was ist mit der Kamera? Oh, das war aber knapp. Das war jetzt eigentlich nur pures Glück, Alter. Also ich finde das auch nicht so aus, als ist es so ein Gold. Nein, irgendwie nicht. Ich habe seinen Schweif gestriffen. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine 5-jährige Nichte spielt das. Also, ja. Die muss das auch finden. Also ich glaube, sie ist auch die Zielgruppe dafür. Also. Sie hat es gerne gespielt. Ja. Uff, der haut mich glatt um. Lass mich das mal wieder machen. Also waren wir anscheinend schon Homies oder was? Dann. Aber warum haben wir kein Regenbogenbuch gehabt? Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Könnt ihr nachgucken. Deine Frau. Das Bild. So, ist hier irgendwo. Doch, Raichu. Okay. Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es gerade auch nicht. Hier ist ein Kraus. Das hat Sorgen. Glaube ich ja nicht, ich hätte Angst davor, das Herrenhaus zu betreten. Was ist? Willst du einfach mit der Flagge spielen? Na klar, mach mal. Alles klar, dann mal los. Pichu. Oh, der kann fliegen, das ist unfair. Ja, du musst echt warten, bis der auf den Boden der Tatsache kommt. Stirb! Oh, der hat sehr richtig Mühe gegeben. Richtig. Ich glaube, der muss sitzen. Der ist einmal im Kreis geflogen und ist sitzen geblieben. Ja. Kramux! Du weißt gar nicht, was er nimmt. Ab jetzt bist du mein Handlanger. Ja, natürlich, ich bin dein Handlanger, du Spasti. Aber vergiss nicht, dass du dieses Mal nur gewonnen hast, weil ich nicht wachsam genug war bei unserem nächsten Wettstreit. Sieht die Situation ganz anders aus, sie wird genauso aus. Ja, natürlich. Ich verlange eine Revanche. Oh, so lange sollte ich übrigens mein Boss Kramchef. Ja, das ist die Leiterbindung. Ah, die blicken lassen, okay. Kramux ist jetzt dein Freund. Ist sie zum Beispiel das? Ich brauche wahrscheinlich später für irgendwas Kramchef. Oh, der sieht aber dick und fett und niedlich aus. Dicker, fett und niedlich. Kramux sah kacke aus, aber. Kramux? Nee, Kramux okay, ist eine kleine Hexe. Kramchef? Wo ist er denn jetzt? Der fliegt da rumhoben. Wow, Kram Chef. Da, der Hi. Kram Chef! Dieses Herrenhaus beherbergt eine Bande von Geist-Pokémon! Was? Du hast vor, da reinzugehen? Machst du Witze? Lass das lieber! Oh, aber glaub ja nicht, ich hatte Angst vor den Geist-Pokémon! Wie wär's mit deinem Kampf? Kram Chef! Du bist also dabei, ja? Dann mal los!
Ja. Was? Wusch, wusch. Wer will jetzt wissen hier? Boah. Da kenn ich jetzt immer nicht. Ja, Cassina, er kriegt jetzt hier mal so Dollarwitz. Wer? Liegt am Boden. Druff. Immer druff. Wer will ich? Wirbel die Wirbel. Jetzt wirbel die Wirbel. Boah. Oh, das ist unfair, wenn der fliegen kann. Bäm. Er kriegt aber direkt hier aufs Maul. Oh. Ja, ich muss ja eigentlich nur ausweichen, wenn er fliegt. Eigentlich. Also mit dieser Kamera drüben. Das ist... Wow. Das sieht schon aus. Bäm! Kramchef! Kramchef! Du hast gewonnen! Du bist echt gar nicht mal so übel! Die gehörige Bocciamum scheint es auch zu haben! Potion. Ich hätte dich fast ja sogar lieber als Handlanger als Kamurks! Oh, wie gemein. Lass uns Freunde werden! Handlanger, was sind denn das für Mafiosis? Sie tragen Hüte, das sagt das alles. Sie tragen Hüte. Die habe ich, glaube ich, schon bei. Also Griffel ist eine gute. Das ist die Weiterentwicklung von Griffel sogar. Deswegen hat sie noch mehr. Er hat nämlich noch zwei Griffel. Am Arsch. Die sehen auch nur aus wie riesige mutierte Euter von irgendwelchen Kühen. Und sie sind wirklich am Arsch. Ja. Ups. Ich hatte schon so ein leichtes Aggressionsproblem, wenn ich mit Pikachu spiele. Vielleicht nicht gesagt, dass du ein Aggressionsproblem hast. Das ist die Weiterentwicklung von Tangela. Das ist auch so unfassbar. Wie heißt das dann? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Tangalas. 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 Willkommen. Über der Spuckzange hält immer ein praller Vollmond. Lass dich nicht von Mann im Mond in seinem Band ziehen. Ich halte hier übrigens ein Spiel ab. Tangalas. Tangalas. Um am Turbohangeln teilzunehmen, brauchst du 30 Bären. Bist du dabei? Na klar. Tangalas. Dann wollen wir mal, folge mir. Tangalas. Tangalas. Schwinge dich in möglichst kurzer Zeit von Seil zu Seil bis zum Ziel durch. Wenn ich mich mit dem Aufrechtstuhl sehe, wie abgebildet. Wir finden dann Fahrt an wegen deiner Bewegung und dann fährst du B ab. Okay, Jürgen Griffel oder Reitschuh. Dann nehmen wir doch mal Reitschuh. Wobei, ich kann hier auch Rasaf nehmen, Alter. Rasaf. Rasaf ist so ein geiles Pokémon. Das geht so. Ich liebe Rasaf, Alter. Das ist ein aggressiver, boxender Schweineaffe. Ich bitte dich. Besser geht's doch ja nicht. Ach so, ich muss mit mehrfachen Anschwung. Aber wenn du gut bist, kannst du immer weiter schwingen. Ja, merke ich es auch gerade, aber ich war am Anfang zu. Nein! Los, Rasaf! Tangelos! Im Ziel, 19 Sekunden. Und? Aber die anderen haben weniger, haben länger gebraucht, nein. Guck, Mindestleistung 40, Bonusleistung 29, 19. Ich hab sogar zweimal verkackt. Also, ne? Das ist halt dumm. Das ist halt dumm. 200 Beeren! 200 Beeren! Wir werfen nicht tot mit Beeren! Beeren, Beeren, Beeren! Beeren, Beeren, Beeren! Ah, diese Instagram-Cups. Die sind gut, ne? Danke. Du musst sprechen. Lodge, du hast mein Spiel gemeistert, sammelst du zufällig diese schillernden Splitter. Dachte ich's mir doch. Bei einem meiner Spaziergänge durch den Wald erklang plötzlich eine seltsame Stimme, die mich darum bat, demjenigen, der es schafft, mein Spiel zu meistern, an diesen schillernden Splitter zu überreichen. Okay. Tangelos hört Stimmen und macht die ganze Zeit so. Das ist schon so ein bisschen gruselig. Du bist bei den Geistern unterwegs, wie ein Wunder. Ja, warst du übrigens schon mal drüben im Herrenhaus? Aber es ist einfach nur ein Pflanzen. Wenn du Driftlon sagst, dass du mein Spiel gemeistert hast, lässt er dich bestimmt hinein. Tangelas ist der Treffpunkt. Tangelas! Oh ja. Speichern vor. Tangelas! Tangelas! Damit nie wieder das Spiel schon verloren geht, ey. So, was haben wir jetzt noch nicht? Oh, Hyolo! Die Unterentwickler von Lucario. Also, die sagen, du kannst direkt weitergehen ins Herrenhaus. Ich bin auf Erkundungstour hier, aber Driftlon will mich nicht in das Innere des Herrenhauses lassen. Er meinte, ich müsste vorher das Spiel von Tangelos meistern, aber für mich ist das ein Klacks. Ich kenne nämlich einen kleinen Trick für das Turbo-Hangeln. Je weiter am Ende der Seile du dich festhältst, desto weiter schwingen sie auch aus. Auf diese Weise kann man sich ganz schnell von Seil zu Seil hangeln und das Ziel erreichen. Ich denke, das sind die Gesetze der Physik. Ich denke auch. Aber trotzdem darf ich ihn jetzt für seine Physik-Tipps verprügeln. Bam! Was macht das? Mit diesem Box-Fledermaus, Skorpion. Skorgro oder so heißt das, glaube ich. Sieht aus wie, als hätte ein Gengar und Zubat gefressen. Oder als hätten Gengar und Zubat ein Kind bekommen. Gengar! Zunge!
Wow, du bist wirklich toll. Du hast echt Spaß gemacht. Bist du vielleicht auch auf der Kunsttour hier? Ich hoffe, wir sehen uns am Ende des Heldenhauses nochmal wieder. Ich hoffe nicht. So, was haben wir jetzt hier noch so für Viechers? Tangelas. Tangelas. Oh, das stinkt hier. Komm, ich bin dran. Skunkapu. 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 Hast du meinen großen Bruder Skunkak irgendwo gesehen? Skunkak, Skuntank, wie hieß das? Keine Ahnung. Alle sagen, das in diesem Haus sei schrecklich schaurig. Ja, ich fürchte mich vor nichts. Mein Bruder und ich werden die Sache auf den Grund gehen. Okay, wir können keine Homies werden anscheinend. Ja, warum noch nicht? Wer wird denn mit dem Stinktier Homies werden? Guck mal, er macht YMCA. Hast du das gerade gesehen? YMCA. Fehlt jetzt noch irgendwas? Der Elektroball und das Ding hier. Das da oben ist eigentlich ein bisschen strange. Das ist Batman. Batman. Black and yellow, black and yellow. Black and yellow. Skargo! Skargo! Über dem Herrenhaus liegt immer eine unheimliche Stelle. Wie wär's mit einem Kampf? Okay. Das ist direkt sofort. Das eskaliert schnell bei ihm, so, ne? Das eskaliert echt schnell bei ihm. Er kann wieder fliegen. Ja, es ist immer langweilig. Das war kein Dude. Das ist, hat, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Die macht genau dieselbe Taktik wie das andere dicke Krähenviech. Ja, aber wenn ich mich nicht täusche, hat Skorbo einen echt interessanten Typ. Das ist nämlich Bodenfluch, glaube ich. Nein, das geht ja eigentlich nicht. So, weil Bodenfluch. Aber Skorbo hat das, glaube ich, echt, wenn ich mich täusche. Und was ist denn die Schwäche? Wasser und Eis. Hast du denn gar keine Angst vor meinen Fangzähnen und Scheren? Nein. Du fällst mir, lass uns Freunde sein. Welche Fangzähne? Doch, hat schon Fangzähne. Er hat einen riesigen, Phallus, der hinterher babbelt. Aber sonst nichts. Das ist der Schweif. Das ist der Schweif. Das ist die Wahrheit. Das Griffel sollte dir eher Sorgen machen. Ja, das macht mir auch Sorgen, wenn es mich angriffelt. Das war halt ein anderes kleines. Da ist wirklich ein Griffel. Ja, da war wirklich ein Griffel. Aber Griffel habe ich auch schon. Mauzi habe ich auch schon. Ja, dann lass mal ins Herrenhaus. Was mit Elektroball? Elektroball, genau. Weil ich glaube, das Mauzi hat wirklich die richtige Stimme von dem richtigen Mauzi. Das ist echt cool. Mauzi! Ne? Mauzi! Das ist das richtige Mauzi, die richtige Mauzi-Stimme. Das können wir jetzt nicht synchronisieren. Alle machen aus Angst. Wir haben nicht richtig Mauzi-Sprecher hier. Weil Mauzi kann sprechen. Zumindest für seine Mauzi. Nein, wir wollen kein Ratespiel spielen. Wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Wir haben dich bei Facebook, jetzt wollen wir nie wieder was mit dir zu tun haben. Elektroball. Wir sind echt Facebook-Freunden halt. Richtig. Aber like schön die Nerdcalypse Facebook-Seite, die ist Hashtag super. Asozial. Like die Nerdcalypse Facebook-Seite, die ist super. Nein, also die Nerdcalypse Facebook-Seite, die gucke ich mir wirklich immer an. Okay. Weil die postet lustige Memes jeden Tag. Das stimmt, tatsächlich. Ich mache mir da sehr viel Aufwand und kaum. Ja, und das ist also die Spukzone. Ich bin hier, um herauszufinden, welchen Schrecken dieser Ort tatsächlich birgt. Aber zuallererst muss ich jetzt mal das Spiel von Tangelas meistern. Tangelas! Also darf ich auch nicht gegen ihn. Nein, du musst einfach nur ins Herrenhaus, glaube ich. Dann machen wir das jetzt. Meine Fresse. Oh, da ist ja der andere. Das kleine Dorf, der Pili. Dreflon! Dreflon! Du hast also das Spiel von Tangelas gemeistert. In Ordnung. Dann darfst du auch das Herrenhaus betreten. Die Geist-Pokémon sind mit am coolsten, weil die die abgefucktesten Pokédex-Einträge haben. Ja, das stimmt. Ne, zum Beispiel bei Drifklon steht ja irgendwie, oder ich weiß nicht, ob es bei Drifklon oder bei Driftzipedi ist, aber da steht irgendwie drin, dass es versucht, weil es ja so eine Art Luftballon ist, versucht, dass Kinder es anfassen. Und sobald ein Kind es anfasst, zieht es die Kinder in die Luft und sie kommen nie wieder und es tötet sie und bringt sie ins Reich der Toten oder irgendwie so. Das ist total abgefuckt, kranker Scheiß. Da wärst du einfach nur für die lustige Zeppelin. So lustig ist ja Zeppelin nicht, wenn er dich tötet. Ich heiße euch willkommen. Ihr seid das 999. Pokémon, das die Spukzone besucht. Noch eins mehr, denn ihr habt was gewonnen. Komm, ich führe euch etwas herum. Hier entlang, bitte. Er ist aber auch so ein komischer Butler, wenn es seine Hände sein Leben. Komm, folgt mir bitte. Das hast du eben schon gesagt. Zwirrlicht. Okay, hier folgen wir Zwirrlicht. Wie ist die Steuerung davon nochmal? Ja, du musst einfach nur laufen und springen. Mehr brauchst du nicht. Oh, da ist wieder dein Plaudergeil. Ach, Zwirrlicht aus der Spukzone hat dir angeboten, dich durchs Herrenhaus zu führen, sagst du? Dann nimm das Angebot doch an und höre zu, was er so erzählt. Oh, wo ist der überhaupt hingegangen? In irgendeinen Gang.
Da, ich springe die ganze Zeit durch die Gegend. Oh, nach Tara! Da hinten, ich hab's schon gesehen. Dies ist der Austragungsort eines ganz schrecklichen Spiels. Sobald die Glocke läutet, tritt der Bote der Finsternis in Erscheinung. Okay. Okay. Das ist auch der Startschuss zu einem chaotischen Spiel für zerstörungswütige Pokémon. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Was zur Hölle geht denn mit ihm ab, Alter? Das ist Nachtara, Alter. Sprich mal mit Nachtara. Nachtara ist so ein episches Pokémon. Du darfst natürlich nicht. Hinter dieser Tür befindet sich das Lesezimmer. Aber ich kann gar nicht lesen. Aber zurzeit kann dieser Raum von niemandem betreten werden. Warte, ich hätte schon mal recht. Die Herrin des Anwesens hat die Tür nämlich verniegelt. Dann mach sie auf. Ja, dann mach sie einfach auf. Nach Tara, nach Tara. Wo bist du? Nach Tara. Da ist noch Tara. Alter, jetzt ist nochmal 10 Kilometer weit vom Weg. Nach Tara ist so cool, Mann. Nach Tara. Okay, die Stimme jetzt war seltsam. Nach Tara! Ich spreche ihn einfach cool und männlich. Du hast aber viele Freunde. Du wirst bestimmt Ass. Hier krass, ich verkackt auch. Na und, ich verkackt die ganze Zeit. Du wirst bestimmt als Bindeglied zwischen dem Diesseits und dem Jenseits dienen. Oh, das Bindeglied. Wollen wir Fang spielen? Warum nicht? Gut, dann legen wir mal los. Schnapp das nach Tara, das ist, die sind echt fix, die Evolis. Toll. Immer auf Einzimmer. Schachkurve. Lauf nicht gegen den Stuhl! Nein! Lauf, 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 lauf! Jetzt bin ich unter Druck! Schneller! Ich würde es niemals fangen, weil. Was ist denn mit diesem Steuerkreuz? Das los? Ist so abgefuckt, ne? Du kannst halt nicht steuern. Es geht halt ich einfach. Ich lauf die ganze Zeit nur gegen Wände, Alter! Das ist doch nicht normal! Aus dem Weg, Olu, Alter! Gleich hast du's, gleich hast du's! Gleich hast du's! Go! Das Ende des Ganges. Vorher ging es einfach anscheinend nicht. Sehr gut gemacht. Das war erstklassige Arbeit. Lass uns Freunde sein. So langsam sollte nur noch Psyana mal hier eintrudeln. Okay, doch da haben Psyana. Die gehören natürlich zusammen. Oh, da ist Psyana. Muss ja damit jetzt auch Fangen spielen. Vermutlich. Kann ich Verstecken spielen? Ich will nie wieder in diesem Spiel Verstecken spielen. Wo bist du, Dude? Dude. Da, das ist Psyana. 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 Es ist fast so, als wäre es in diesem Anwesen, als wäre in diesem Anwesen die Zeit stehen geblieben. Hier ändert sich nie etwas. Deswegen bin ich auch zurückgekommen, weil es so besonders langweilig ist. Und der möchte sich fangen spielen. Gut, dann kann es ja losgehen. Versuche mich zu fangen. Das ist wieder so ein Gerangel. Ich treffe es aber wieder bis ans Ende des Korridors. Ja, das ist der richtige. Es kann sein, dass das Ding noch schneller ist, Alter. Boah. Ich zerbreche den Controller. Oh, das hat auf mich gewartet. Das bleibt sogar stehen, ja, weil es dich trollen will, glaube ich. Aber ich glaube, das ist. Ich kann auch einfach nicht. Das ist genau dieselbe. Wirklich genau das, dieselbe Strecke auch. No! Nein, was tust du? Es, lauf! Es wartet doch oh! Es hat auf mich gewartet. Ja, ja, es ist dir wieder entgegengelaufen. Es wollte von dir getroffen werden. Ja, du willst ja mit mir befreundet sein. Das ist so schüchtern. Hut ab, du hast meine Strategie vollkommen geschaut, was? Es gab eine. Du gefällst mir. Ich finde, wir sollten Freunde werden. Man sieht es mir zwar nicht an, aber ich nehme für mein Leben gern an Spielen teil. Schön, das könnt ihr nicht an. Wie muss man denn da aussehen? Ruf für mich, wenn du beim Spiel von Zwirfinst. Zwirfinst, ja. Etwas Hilfe benötigst. Ja, es ist ein Freund. Ach. Ah. 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 Das ist wieder Zwirlicht. Zwirlicht! Hinter dieser Tür! Wie irre er gerade war! Zwirlicht! Wir hatten das nur ein Auge. Ja, ja. Ein Augenlicht. Ein Augenlicht. Wie, das, wie diese Geister von Zelda. Diese. Diese. Na? Die Olle. Mit der Kapuze, mit dem Stock. Weißt du, was ich meine? Naja, egal. Ich denke gerade irgendwie an alles andere von Zelda, nur nicht an das. Hinter dieser Tür liegt ein großer Festsaal. Ich wollte das Fettsaal lesen. Das ist ein Fettsaal. Einfach nur jede Menge Bratenfett. Wo sich alle Pokémon vom Typ Geist regelmäßig zu ausgelassenen Banketten treffen. Mit dem Fettsaal. Die
diesen Ort ständig ausschießen, sich Pokémon vor, die bereits fett sind, den Klammerklauf mit Zwürfünst gemeistert haben. Okay, also müssen wir fett werden, um da reinzukommen. Komm, ey, du bist doch fies. Dann gehen wir halt wieder. Darf ich jetzt auch nicht? Nebulak, hast du dich von Zwirrlicht durch das Haus flohen lassen? Komm mit mir in den ersten Stock. Ich zeige dir den verbotenen Raum. Okay. Nebulak ist auch cool. Sind wir schon da? Nebulak ist da, aber du nicht. Okay, folge dem Nebulak. Wo gehen wir in den ersten Stock? Was ist eigentlich dein Lieblings-Pokémon? Mein Lieblings-Pokémon ist natürlich nach meinem Namen auf jeden Fall... Das ist Pummeluff. Wie könnte es anders sein? Ja, tatsächlich kommt dein Name Pummi tatsächlich von Pummeluff. Könnte man vielleicht auch nochmal sagen an dieser Stelle, ne? Nicht wirklich. Natürlich. Das kommt jetzt viel besser für das Video. Okay, ja. Nur deswegen, ich hatte auf jeden Fall bei der dritten Klasse ein Pummeluff-Kostüm. Ich war ein riesiges, fettes Pummeluff. Meine Schwester hat extra so ein riesiges Ding genäht und hat es mit Kissen ausgefüllt. Und ich bin einfach so ein richtig fettes Rollteil. Das war mega geil. Mega geiles Kostüm. Und dann hat meine Lehrerin mich gemobbt und hat gesagt, es wäre zu kalt für draußen, weil ich keine Jacke anziehen konnte. Oh Mann. Und dann musste ich als Einzige in der großen Pause drin stehen bleiben. Was? Ja. Übel behinderte Lehrerin, oder? Was tut denn mit der nicht? Ja, die hat mich einfach weggemobbt. Ich habe die ganze Pause lang nur geweint. Boah, was ist das für eine dumme Hure? Boah! Alter Schwede, es gibt so generell Leute, die Lehrer werden, sind... Also die eine Hälfte ist echt cool. Habe ich gemerkt, und die andere Hälfte sind absolute Spastis irgendwie. Also wirklich. Das ist eine 50-50 Chance. Aber egal. Ach ja, ich muss ja lesen. Betritt doch mal diesen Raum. Das ist ja gar nicht irgendwie so ein bisschen. Gruselig, ne? Der möchte jetzt an Pikachus Genitalien zuhören, glaube ich. Gar nicht shady. Er möchte Schlecker einsetzen und Pikachu ein bisschen molesten. Und dabei alle Türen aufmachen, damit sich jeder das mitbekommt. Herzlichen Glückwunsch! Happy Birthday! Du lernst dein eigenes Verderben. Das schmeckt mir nicht mag. Ich kann doch nicht gerade ausgehen. Ich liebe es, andere Leute etwas Gutes zu tun. Das wirkt jetzt irgendwie komisch, wenn das stimmt. Aber ich ernte dafür immer nur misstrauische Blicke. Warum nur? Ich will ein neuer Freund sein. Komm, ich zeig dir meine echten Hasen. Also, eine Runde fangen mit dem Spiel. Ja, fang mich. Ah. Gut, dann mal los. Ich will nicht schon wieder fangen spielen. Ich renne nur gegen Sachen. Mein Nebulak ist ja eigentlich... Was? Wie willst du den denn fangen, wenn der da oben ist? Wo läufst du denn hin? Da, jetzt deine Chance. Spring gegen. Boah, Nebulak, Alter, wie willst du den fangen? Selbst wenn du bei ihm bist... Man kann sich doch sowieso nicht tackeln, weil er ist halt ein Geist-Pokémon. Ah, okay, geht doch. Sehr einfach sogar. Ich glaube, das war nur Glück. Ja, bei mir war es über die Hälfte der Zeit. Pikachu. Du kannst wirklich nicht gut zustimmen, Alter. Ich finde nicht, dass es so klingt. Doch, Respekt, das ist echt gut. Wow, du hast mich eingeholt. Das hat Spaß gemacht. Damit sind wir Nebulak und alle deine Freunde. Ihr seid alle meine Triebtäter. Oh ja. Nebulak ist jetzt dein besonderer Freund. Oh, mit Extras. Mit Extras. Nebulak Freunde mit gewissen Vorzügen. Oh, das Gengar. Wie cool. Tag auf. Besucher sind dir normalerweise eher mangelbar. Warum ist Gengar bei dir schwul? Wie ist das gekommen, dass ich jetzt ein Bild zu dir spreche? Das ist eine sehr lange Geschichte. Bitte erzähl sie uns nicht. Aber hier ist nur die Kurzfassung. Danke. Mir war einfach alles zu viel geworden. Also habe ich mich in dieses Bild zurückgezogen. Hier drin habe ich wenigstens meine Ruhe. Das ist ja ein trauriges Leben. Sie sehr. Dong. Was passiert? Gengar! Die Glocke hat geläutet. Das heißt, Zwirrfünst ist auf dem Weg hierher. Damit lässt sich auch der Startschuss für sein Spiel gefallen. Möchtest du nicht auch einen Abstecher in anderes Wehren wagen und dich in Ramboklau versuchen? Das klingt jetzt eher so, als ob er uns Drogen verkaufen möchte. Mit anderes Wehren. Du hast aber viele Freunde. Sag mal, ist es nicht total lästig, so viele Freundschaften pflegen zu müssen? Ja! Ja, mit euch schon. Ja. Ich mag es lieber ruhig. Du tickst offenbar völlig anders als ich.
Das finde ich faszinierend. Warte, ich komme kurz aus dem Bild. Was? Oh Mann, ey. Blub. Oh, ging das aus dem Bild gehüpft. Ich hätte ganz vergessen, wie frisch die Luft hier draußen ist. In Ordnung, dann will ich mich auch mal ein wenig amüsieren. Okay, wir haben es rausgeholt. Und jetzt ist es sonst wo. Ja, dann gehe ich einfach mal wieder, ne? Bobby. Oh, Alter! Jetzt, wo ich mich extra aus dem Bild heraus bequemt habe, werde ich spielen, bis ich umfalle. Los, lass uns kämpfen. Zerstöre Gengar. Wie kämpfe ich? Wenn du sie rammst, einmal schüttelst wie ein Eisenschweif oder halt mit A Donnerstock machst. Donnerblitz. Mit A? Ja, in der Mitte. A. Okay. Da. Er steht in der Tür. A! Oh, Spukball! Ich ramm sie einfach, ich hab das einfach. Ja, da darfst du auch nicht bei ihr sprechen, weil der hat ja Recovery. Und Eisenschweif oder so zieht nicht mehr ab. Wie macht man das? Du musst nur in einem stehen und dann einmal so machen. Das war Hypnose. Du bist konfus. Ich mach grad gar nichts. Bam, gleich hast du ihn, gleich hast du ihn. Aber ich muss erst gegen die Wand laufen. Ah! Dramatisch! Bravo! Also Kämpfe macht viel mehr Spaß als vor dem Spiel. Ja, du bist definitiv. Mit deinem Engelsgesicht hast du mich echt dran gekriegt. What the fuck? What the fuck? Dann werden wir eben Freunde. Wenn du Hilfe beim Spiel in der Spukzone brauchst, bist du bei mir in der richtigen Adresse. Ich weiß nicht warum, ich habe immer einen Trichter dafür, wer schwul ist, erscheint in diesem Spiel. Über die Hälfte der Zeit hört es sich nicht nur an wie normaler Schwuler, sondern wie Motutsu. Motutsu! 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 Ja, warum bist du so gut gezeichnet? Motutsu. Wie komme ich hier wieder runter? Banane der Freundschaft! Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin immer im Kreis gelaufen. Das mag sein. Ich gehe einfach wieder, warte hier durch diesen Raum. Nein, dann bin ich rausgefallen. Obwohl die doch alle den gleichen Platz, das muss ich. Lass die Bullock. Ich erschreck mich wirklich. Hier ist Jackie! Also ich glaube, du musst jetzt runtergehen und da, wo das Türen fist, irgendwie. Ich glaube auch. Aber wer auch immer die Steuerung dieses Spiels erfunden hat, die ist total hirnrissig. Das ist das Schlimmste, was es gibt, ne? Ich habe auch selten ein Spiel gespielt, das sich schlechter steuern lässt. Ich hätte einfach total gerne einfach so ein ganz normales Steuergefühl. Warum sind hier einfach immer so viele Nebulachs? Das war. Dieses oh, Alpollo. Alpollo. Zwirrlicht heißt Gäste des Hauses immer für Furcht einflößenden Worten willkommen. Das macht er extra, um sie abzuschrecken. Willst du mit mir fangen spielen? Aber dann spielen wir. Und ab geht die Post. Ey, Natara, ob sie noch mit einem Streit anfangen? Die haben lief. Hä? Hey, was? Du Cheater! Oh, der ist wie Boris, der Totengräber von Ocarina of Time. Er hat auch mal gemacht. Fang ihn! Ja, sehr gut. Yes! Aber kann es sein, dass Alpollo größer ist als Gengar? Ist das nicht auch. Nee. Alpollo ist die Unterentwicklung von Gengar. Ja, was soll's, muss ja nicht größer sein, um stärker zu sein. Oder? Meistens ist das so. Ich bin überrascht. Du bist echt ziemlich flink. Wir sollten Freunde werden. Ich kann dir beim Spielen helfen. Ich schenke dir meine Arsch. Er ist auch gerade gelaufen. Er ist gerade gelaufen. Was ist eigentlich hier drin? War nicht offen, ne? Das ist die da, das Türenfest, da hinten. Das hässliche Ding da. Da. Was ist das? Das ist die Weiterentwicklung von Zwirrlicht. Sieht aus wie ein Kind. Huch, ich sehe dich zum ersten Mal. Hat Zwirrlicht dich schon durch das Anwesen geführt? Dann weißt du auch, dass man den großen Fester erst betreten kann, wenn man mein Spiel gemeistert hat, nicht wahr? Wie wird man Meister? Pokémon-Meister! Wie, du bist auf der Suche nach den Prismensplittern? Davon hätte ich einen hier, aber ich gebe dir nicht. Ich mache dir einen Vorschlag. Wenn es dir gelingt, mein Spiel zu meistern, kannst du ihn haben. Was sagst du? Möchtest du am Rahmenborglauf teilnehmen? Eine Runde kostet dich 30 Beeren. Wir haben halt nur 775, sollen wir uns das leisten? Oh Mann, ey. Tja. Gut, dann folge mir. Halte so schnell du kannst auf das Ziel zu und zerstöre alle Hindernisse.
Mathe. Siehstleistung 14. Schütt dir die Ewi-Fernbedienung, sobald du den Startschuss gefangen hast. Okay. Je öfter du sie schüttest, desto schneller wirst du. Hier hast du dich am Hindernis, laufe einfach weiter und glücklich ist. Also muss ich nur schütteln. Mhm. Bleibst du an einer der Hürden hängen, verlierst du an Geschwindigkeit. Je öfter du schüttest, desto schneller wirst du. Ich will Psyche nochmal nach Tara nehmen. Nach Tara. Oh yeah. Naja, Tara ist männlich, Psyche ist schon. Das ist wie das mit dem Ratzfatz früher. Muss ich jetzt auch irgendwas drücken? Nö, das war ja nur schütteln eigentlich, ne? Ich muss einfach nur schütteln. Kann ich ausweichen? Nee, anscheinend nicht. Das ist doch der Sinn des Spiels, dass du dich alles durchrennst. 10. Du brauchst mindestens 18. Woo! Geht so gut! Oh yeah! Spiel geschafft! Very good. Very good. 200 Bären. Und um diese Scheiße haben die jetzt so ein Hackback gemacht. Ich dachte auch, es wäre schwieriger. Ich habe eigentlich gedacht, wie bei Pokémon Stadium, dass ich wie so Evoli halt über so Hindernisse springen müsste. Radfratz mit Ratfratz war das, meine ich. Ach, ja. Sorry. Mein Gott, ich bin so dumm. Radfratz. Sehr gut. Du hast die Hindernisse wirklich meisterhaft durchgebrochen. Hier, du darfst mir versprochen meinen Prismen später haben, auch wenn ich keinen Bock habe, ihn dir zu schenken. Du hast mein Spiel gemeistert. Das bedeutet, du darfst nun auch den großen Fettsaal betreten. Oh, haha. Deswegen ist ja auch so fett, weil er immer im Fettsaal ist. Was soll das? Was soll diese Aussage? Was zur Hölle? Im großen Fettsaal wirst du endlich die Wahrheit über dieses Anwesen und sein Fluch erfahren. Wir sind alle fett. Alle sind adipös. Ah. Spiel wurde gespeichert. Yay. Yeah. Ich mach dies. Ich geh jetzt in den adipösen Fettsaal. Geh in den brüchigen Fettsaal. Endlich darf ich. Ich hab grad ein Geister-Pokémon gerammt, das ist so unlogisch. Ja, du hast die ganze Zeit schon Geister-Pokémon gerammt, das ist die ganze Zeit schon unlogisch. Ihr wollt jetzt eintreten! Ja! Wieso lacht er sich tot? Weil er behindert ist anscheinend. Ich verstehe das nicht. Okay, gehen wir in den Fettsaal. Das sieht aber schön aus hier. Das sieht aus wie der Saal von Die Schöne des Biest. Das ist ein Pichu. Oh, stimmt, Pichu. Oh, wir haben einen neuen Gast. Ich habe mir hier ein wenig mit den anderen die Zeit vertrieben. Aha. Wie? Ob ich keine Angst vor den Geist-Pokémon habe, fragst du? Nicht die Bohne. Wovor habt ihr alle eigentlich immer solche Angst? Ein kurzes Gespräch mit ihnen reicht schon, um zu verstehen, dass sie unsere Freunde sein wollen. Oh. Ach ja, meine Freundin Traumvogel steckt anscheinend in der Klemme. Könntest du ihr nicht irgendwie aus der Patsche helfen? Was hat sie denn, die Route? Vielleicht hat sie, ist ihr Problem, dass sie mit Pichu befreundet ist. Eben war hier noch die Party. Hallo. Traumvogel weiß doch, wie man Party schmeißt. Dann kommt es zu den ungünstigsten Leben. Hast du eben gelesen wie eine Psychotherapeutin. Ach ja. In diesem Festzeit veranstalten wir immer ausgelassene Feste. Deswegen ist ja auch Festsaal. Aber seit das Klavier verstummt ist, blasen hier alle nur Trübsal. Oh. Vielleicht ist das ja der Grund, weshalb Traun Magiel sich im Lesezimmer eingeschlossen hat. Um das Klavier zu reparieren, benötigen wir eine neue Saite. Der Faden von Weberak ist für seine Reißfestigkeit berühmt. Er sollte sich als Ersatzseite verwenden lassen. Oh, bitte, begib dich in den Saal des grünen Juwels und besorge dir bei Weberak etwas Faden. Nebula öffnet auch die Türen für dich. Gay. Ist das wieder auf der ersten Ebene? Nee, es kann sein. Also sind noch andere Pokémon, mit denen man sich befreundigen muss? Nee, Nebula, was ist das? Hallo. Achso, das bist du. Zwirrlicht! Die kenne ich alle schon, das kenne ich auch schon. Ja. Da gibt's nichts zu befreunden. Nee, irgendwie nicht, ne? Mozi haben wir auch schon. Mozi ist. Wow, und dann haben die jetzt auch so ein Hackback für diesen Scheiß-Festsaal gemacht. Für den Fettsaal. Der Fettsaal. Achso, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Ja, scheint so. Ihr müsst mich entschuldigen. Die Steuerung ist echt nicht. Wow, wow. Was geht bei der Polo, Alter? Nach oben, ja. Ich glaube, selbst manche Kinder können es besser steuern als ich. Wahrscheinlich traurig. Das mag sein.
aber die sind auch im lernfähigen Alter. Was soll das denn heißen hier, hä? Naja, dass du nicht mehr im lernfähigen Alter bist. Nein, das ist eigentlich einfach nur so, das bin ich um die... Also, ich bräuchte irgendwie so Driften oder so. Ja, ne? Oder die Steuerung müsste einfach, ja, präziser sein und nicht so schwammig. Ja. Oder ich hätte halt direkt einen Knüppel und nicht so ein komisches Steuerkreuz, Alter, mein Daumen. So, das ist eine gute Tür doch. Ja, wenn ich die jetzt, Wir müssen wahrscheinlich mit dem Urlaub sprechen. Bitte nicht schon wieder einfach. Da sind wir. Dies ist der Raum, von dem Traunfogel sprach. Das hätten die einfach auch eben schon zeigen können. Ja, ne? Aber nein, du musst jetzt erstmal hinrennen und du musst jetzt nochmal in der Kaxi sehen, wie jede Tür langsam geöffnet wird. Die noch eben schon gesagt, als Nemo lag, wird die Tür dann für dich öffnen. Dann hätten die auch einfach aufspringen können. Hätte auch hätte gereicht, ne? Die Tür mit den grünen Juwelen stehen nun offen. Oh, Abra. Hallo, mein Freund. Hallo, Abra. Nemo lag es nicht mit mir an. Ja, gern. Nebulak. Lass uns Freunde sein. Wir treffen uns so ein Häuschen geben, das für Nickerchen geradezu wie geschaffen ist. Ich glaube, das nehme ich mal genau unter den Blumen. Was soll aber eigentlich sein? Ziemlich müde? Ja, aber nein, die meisten Pokémon sind ja... Oh, das hat sich einfach nur so mit mir angefreundet. Die meisten Pokémon sind ja auf irgendeinem Tier. Achso, ich weiß nicht. Was soll denn... Nee, ich weiß es nicht. Was soll das sein? Ja. Andererseits gibt es auch so wenig Tiere, die telekinetische Kräfte haben. Das stimmt natürlich. Nicht ganz so viele in der riesigen Flora und Fauna. Ich bin schläfrig. Gegen Müdigkeit ist Schlaf die beste Medizin. Es ist ein cleveres Aber. Ich dachte, es teleportiert sich jetzt weg. Merkt euch das, Kinder. Ja. Schön schlafen, wenn ihr müde seid. Oh! Was bist du denn hier für ein kleiner Saurier? Das ist Pflanze Kampf. Kapilz. Du denkst also, du bist stark, ja? Darf ich bitte kurz fragen, sind die Blüten die Brüste? Ich glaube, das sind Hände. Oder das sind sehr, sehr gruselige Nippel. Sehr, sehr gruselige Nippel. Sehr gruselige Nippel. Okay, wir denken also, dass wir stark sind, ja? Okay, denken wir natürlich. Das macht mich jetzt doch etwas neugierig. Lass uns kämpfen. Bist du bereit für den Kampf? Immer doch. Alles klar, zeig, was du kannst. Ich kann gar nicht kämpfen. Ja, hau erstmal ab. Das ist so dumm, ne? Lass ihn mal abhauen. Boing. Ich glaube, der hilft direkt gegen Donnerstock. Schießt er. Schießen. Das ist cool, sag. Komm, aus deinen Nippeln. Siehst du das? Nippel, Nippel. Hallo! Boah, was war das denn? Er hat selber so einen Eisenschweif genommen. Hä? Juhu! Das ist zum Beispiel so ein Pokémon, das vergesse ich immer. Es gibt so manche Pokémon, da vergesse ich einfach, dass sie existieren, bis ich sie wieder sehe. Wie soll man sich denn auch den Dinosaurierpilz mit den rosa Nippeln merken? In dem, so wie du es gerade beschrieben hast, in dem es ein Dinosaurierpilz mit den rosa Nippeln ist. Das heißt ja auch noch Kapilz. Kapilz! Haha! Du machst deinen Move alle Ehre! Du bist echt stark! Das weiß ich. Ich finde, wir sollten Freunde sein. Spielen wir mal wieder zusammen. Pika! Kapilz ist jetzt dein Freund. Cool. Hallo, dich brauche ich. Jörg. Das sieht irgendwie so hypnotisch aus. Biberak, du willst also etwas reißfesten Farben von mir, um das Klavier reparieren zu können? Nichts schlechter als das. Augenblick. Biberak, hier, nimm. Damit soll sich ein schöner Klang erzeugen lassen. Ist das Stahlseil! Wie hat er das denn ausgeschissen, bitte? Guck dir mal das Seil an, an dem er hängt und was die Kapitel in der Hand hat. Vor allem, es hat eine Klavierseite, so was Dünnes, Feines. Filigranes, aber nein! Ja, der kriegt einfach so diese Bämbel des Todes, ey. Reißfesten Faden erhalten. Das ist ein Stahlseil. Vielen Dank. Das haben sie von der Golden Gate Bridge abgeschnitten, ey. Nein! Ja, ein bisschen. Brauchen wir nicht. Erstmal brüllt. Das wird diese Stunden dauern. Ja, jetzt darfst du da erstmal wieder hinlaufen, ne? Und was macht ihr so in eurer Freizeit? Außer Stahlseile durch die Gegend tragen? Wir tragen Weberack. Weberack! Stahlseile durch die Gegend, ja. Ist schon irgendwie ziemlich belustig, das Spiel. Schon ein wenig. Stell dir mal vor, du müsstest das alleine spielen. Dann hätte ich nicht so viel Spaß. Da hättest du gar keinen Spaß.
Dann würde das Spiel langsam deine Seele aus deinem Körper ziehen. Ja, weil niemand meine sarkastischen Kommentare dazu hören könnte. Du läufst falsch, glaube ich. Sicher. Du bist in den Festsaal. War der Festsaal? Der war da unten. Ja, du läufst ja aber gerade im Kreis. Ja, aber ich muss ja die... Du läufst komplett falsch, machst gerade voll den krassen Umweg. Lass mich! Ich muss so laufen! Du musst so laufen. Das hat politische Hintergründe! Überhack! Oh nee, doch, hast recht, entschuldige mich. Du bist vollkommen recht. Überhack! Du musst tatsächlich danach laufen. Überhack! 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 Vor allem, das arme Überhack, die Kuperze, von dem musst du jetzt brennen. Guck mal, der da ausgeschissen hat. Oh. 10 cm Durchmesser! Mindestens! Wenn das mal reicht. Das ist so dick wie Pikachus Ohr. Dicker noch. Dicker noch. Stell dir mal vor, Pikachu steckt sein Ohr in dein Ohr. Das muss kribbeln, muss das. Die Poperze. Das muss ganz Poperze. Ich weiß nicht, ob ihr die wundervolle Story kennt, wie wir beide zusammen... Wo ist das? Lucio. Sieht cool aus. Wie wir beide zusammen diesen wundervollen Berserk-Film geschaut haben. Ich glaube nicht. Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was Berserk ist. Oh, schade. Also solltet ihr echt gucken. Würde ich vermuten, dass das und lesen, krass, solltet ihr lesen. Weil Berserk ist halt so der geilste Manga, den es gibt. Besser als One Piece, muss ich das nicht sogar sagen. Wobei das nicht unbedingt vergleichbar ist, weil das eine ist ein Sign, das andere ist ein Shonen. Aber ja, auf jeden Fall ist Berserk ein Hammerkrass. Und ich stelle immer wieder fest, dass das viel zu wenig Leute kennen einfach. Ja, aber ihr solltet auf jeden Fall, ich würde sagen, ihr solltet mindestens so 16 sein. Ja, mindestens. Berserk ist nicht für schwache Nerven, auf jeden Fall. Auf jeden Fall nicht, da sind sehr viele verstörende Themen. Mhm. Werden da angesprochen. Zum Beispiel, ganz Pupert. Ja, das ist ein scheiß Thema. Oh, du hast vom Weberhack also etwas Faden erhalten, ja? Ja, und sieh mal, wie dick er ist! Etwas Faden, vor allem. Vielen Dank. Dadurch hast du dir ein ganz dickes Lob verdient. Im Fettsaal. Im Fettsaal. Alles klar, dann will ich mal das Klavier reparieren. Hoffentlich wird uns jetzt wenigstens was Schönes vorgespielt. Das erinnert mich an Mario 64. Wo dieses Terror-Klavier auf einmal in die Ecke kam. Weißt du, dann könntest du ja auch in das Spukschloss gehen. Das eine Level war dieses Schloss und dann steht da so ein Klavier in der Ecke und du erwartest nichts Schlimmes und auf einmal fängt das Klavier an, sich zu bewegen und greift dich an. Ich denke irgendwie gerade eher so an Luigi's Mansion, wo die das vorgespielt haben, musste mal sagen, aus welcher Welt und ja, das welches ist auch, Level das aber war. Aber da denke ich, wenn es danach geht, dann denke ich eher an Resident Evil, wo du in Resident Evil 1 auch auf dem Klavier spielen musst, um die Tür zu öffnen. Ja, stimmt. Ja. So. Damit ist das Klavier wieder voll einsatzbereit. Darüber wird sich Traumagel sicher auch freuen. Jetzt könnt ihr wieder richtig... Das Traumagel. Fette Partys feiern. Im Fettsaal. Die hässliche Weiterentwicklung von Traumfugil. Irgendwie aus wie eine Katze. Was kennst du für Katzen? Die das Raben-Pokémon von ihm mit dem Hexenhut gefressen hat. Ah, ja, stimmt. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Ja. So. Die Türe mit den roten Juwelen stehen nun offen. Yeah. Wo waren die Türen mit den roten Juwelen? Ja, hätten wir mal besser geguckt. Da ist auf jeden Fall Traumagel. Hallo. Traumagel. Du möchtest mal wissen, wo du den Himmelsgarten findest, oder? Tut mir wirklich leid, aber aus dem Stillgreif kann ich dir nicht helfen. Was? Hast du es vergessen? Ich habe mal irgendwo in einem Buch gelesen, wo er sich befindet. Suche du erst einmal nach Rotom. Ich gehe der Sache so lange auf den Grund. Der ist wahrscheinlich in den Türen mit dem roten Juwelen. Warte mal, geh mal zurück. Geh mal rechts. Kannst du da nicht irgendwie hoch? Das ist eine Treppe. Jetzt rechts. Da, guck mal, da waren wir noch gar nicht. Ich bin einfach vorbeigelaufen, wenn die Kamera so banal ist. Ja, ich hab das aber gerade auch nur durch Zufall gesehen. Hallo. Da ist Luxio, du kannst auch noch sprechen. Solange meine Freunde dabei sind, habe ich keine Angst im Dunkeln. Lass uns Fang spielen! Wollen wir mit dem Fang spielen? Ja, machen wir. Keine Ahnung, machen wir mal. Alles klar, dann kann's ja losgehen. Ich kann nicht Fang spielen mit dir. Ja, renn schon die Treppe runter, Alter. Was ist das denn, ey, ganz ehrlich? Hast du weh, Nebulak? Ich wusste, dass das tut. Ja. Bam! Ja, so schnell bist du wohl nicht, wa?
Vier auf, du bist ja auch seine bessere Form. Eben! Entwickel dich erstmal weiter. Ach ja, das war lustig. Eine Niederlage bedeutet für mich nicht viel mehr, als dass ich eben noch etwas üben muss, um beim nächsten Mal besser zu sein. Das wäre eine erwachsene Einstellung. Tatsächlich, ne? Dafür ein Baby-Pokémon sehr erwachsen. Wie süß. Lass uns Freunde sein. Okay, mit dir bin ich gerne befreundet. Ich finde Pichu aber irgendwie total hässlich. Warum? Das sieht doch fast genauso aus wie Pikachu. Naja, nur, es sieht aus wie Pikachu, nur ein schlechter. Nein, ein kleiner und fetter und niedlicher. Ich fand's toll, als Pikachu früher noch fett war. Luxtra. Das ist ja immer noch relativ fett. Luxtra. Da ist irgendetwas an dir, das dich von den anderen Pokémon abhebt. Ja, ich bin gelb. Wie wär's mit einer Runde schwimmen? Alles klar, dann mal los. Drauf. Es gibt keine Rift, deswegen kannst du ihn nicht drauf haben. Vielleicht hast du es schon, doch ist gleich schon. Fettes Stück! Es ist der Fetzerei. Es ist der Fetzerei. Unglaublich, du hast es wirklich geschafft, mich einzuholen. Ich habe wohl noch viel zu lernen. Lass uns Freunde sein. Luxtra ist jetzt dein Freund. Was bringt dein Freund? Was bringt mir das? Dass du Freunde hast. Ja, aber. Okay, nein, ich will jetzt nicht sagen, du sucht euch keine Freunde, aber. Ich suche euch keine Facebook-Freunde. Das war Facebook Love. Jim, was war Facebook Love? Oh yeah. Oh, wie süß. Spielt er noch? Ich finde das eher gruselig, aber gut. So, rote Juwelen. Da müssen wir hin. Da! Da! Ist das nicht eine richtige rote Juwel? Ja, genau. Das war vorher noch nicht offen. Lass wieder Zwirr, die Knopf. Hallo! Jetzt sprich es an! Zwirrlicht! Meister Mutter verschwand, nachdem er das Lesezimmer betreten hatte! Suddenly. Deshalb suchte ich das Lesezimmer auf und sah mich nach Spuren um. Er ist doch wahrscheinlich auch ein Geist, oder? Ja. Yeah. Und siehe da, ich wurde fündig. Der Bücherregal direkt hinter mir gibt es nämlich eine sehr seltsame Lücke zwischen den Büchern. Es fehlt ganz genau ein Buch. Vielleicht gelangen wir ja zu Meister Rotom. Können wir das passende Buch auftreiben und in die Lücke einsetzen? Pikachu ist er lieber als Wunschtalent bekannt. Sicher wird es euch gelingen, das richtige Buch aufzuspüren. Ich flöre euch an, helft mir! Ja, der braucht wirklich Hilfe, braucht der. Zwirrlicht! Oh, Zibiris. Zibiris ist eines der coolsten Pokémon, Alter. Ist das wohl dieses Buch? Vermutlich. Zibiris. Wie meinen? In einem der Regale gibt es eine Lücke. Und du musst herausfinden, wo das Buch ist, das dort hineinpasst. Das kann ich ja auch. Da kann ich ja auch nicht helfen. Jetzt liegt das ein Tor hier. Oh, du möchtest also überprüfen, ob es vielleicht das Buch ist, das ich mir ausgeliehen habe. Sorry, aber das lese ich gerade. Du kannst es gerne haben, wenn ich damit fertig bin. Ach, jetzt gleich brauchst du es? Du bist echt ungeduldig. Aber schön, wenn du einen Wettstreit gegen mich gewinnst, dann kannst du es haben. Mach dich bereit, von mir von Fragen gelöchert zu werden. Das kann ich nicht. Fragen. Alles klar, zeig mir dein Wissen. Frage Nummer 1. Wo befinden wir uns gerade? In einer heißen Quelle. Exakt. Hast du gesehen, wie ekelhaft es glattert? Echt? Ich hab's nicht gesehen, leider. Ja. Nicht übel. Frage Nummer 2. Welches dieser Pokémon kann am Spiel von Sylvanas teilnehmen? Ich würde sagen, Voltoball. Das war ja das mit dem Laufen. Voltoball, nimm mal Voltoball. Kann? Jeder kann teilnehmen. Oh, stimmt, wie gruselig das grinst, Alter. Du bist echt hartnäckig. Feuer nochmal rein. Welches Pokémon hat den Eingang zum Herrenhaus für dich geöffnet? Das ist 5-5. Das war Driftblon. Ja, ne? Meine ich. Ja, sehr gut. Exakt. Den Zeppelin würde ich nie vergessen. Na gut, hier hast du das Buch. Machst du das wirklich so froh? Auf Kurs. Da fühlt sich der Autor dieses Schinkens sicher. Okay, Schinken! 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 Sehr schön. Zubiris ist jetzt dein Freund. Guck, wie ich das trage. Also ich. Oh. Ich bin eine laufende Wurst auf Beinen. Das zeig mir jeden Morgen.
Bitte sehr. Aber sonst zack, das ist da oben rein. Ja, geflogen. Das ist da reingeschwebt. Das Buch passt genau in die Lücke im Regal. Oh, snap. Did you secret room? Oh. Ich hab mich gerade an Hallo Bestien, Alter. Bera-Bera? Ist das geheimnisvoll? Die Treppe hinabsteigen. Ja. Auf Kurs. Oh mein Gott. Was werden wir dort unten finden? Neigt es sich dem Ende zu mit der Hollow Bastion? Ich glaube schon. Hollow Bastion ist, glaube ich, gleich vorbei. Es kommt noch Rotorn wahrscheinlich, ne? Weil durch. Ist das? Mhm. Das ist ja ganz klein. Mhm. Ach, das komische, das Pokédex-Pokémon, Alter. Das ist mit Sonne, Mond und Daya. Oh. Oh, hallo, was für ein Glück, dass du hier bist. Während ich hier klammheimlich mein Spiel vorbereitete, schob sich plötzlich das Regal vor die Tür und ich saß fest. Das hast du mit Absicht gemacht. Ja, wahrscheinlich. Vielen Dank, dass du mich hier aufgespürt hast. Aber erzähle bitte noch nicht darum, dass ich hier bin. Ich hab nur so getan. Das wird mich eine Überraschung für die anderen sein. Was, dieser Raum, dass du da bist oder dass du weg bist? Das, wie überaktiv ist der denn? Wow, hast du echt viele Freunde? Das höre ich sehr gern. Ich will nämlich, dass du möglichst viele Pokémon an meinem Spiel teilnehmen. In Ordnung, dann lass uns keine Zeit verlieren und los geht's. Ja, die Teilnehmer kostet 30. Das kennen wir mittlerweile. Bammelballern? Was war das noch? Keine Ahnung, das ist ein neues Spiel. Bammel, wie Hitler? Schlag dir Apollo und Nebula zurück und scheffele Punkte. Aha. Ah, du musst zielen, tatsächlich. Oh nein, das kann nicht so schlecht. Soll ich das machen? Nein, ich versuche es. Nein. Ich muss wenigstens einmal probiert haben. Ja, das stimmt natürlich. Ziele mit der Wii-Verbindung auf den Bildschirm, um den Cursor zu bewegen. Drücke A, um zu ballern. Okay, dann. Bam! Jedes Apollo oder Nebulock, das du so zurückschlägst, erhältst du Punkte. Cool. Die Punkte auf dem Radar zeigen an, wo in deiner sich Pokémon aufhalten. Behalte dein Umfeld immer im Blick. Also darf ich die jetzt abballern oder nicht? Ja. Soll ich abballern? Doch, du musst alle abballern. Hat sich ein Geist an dich geklammert, ist das Spiel vorbei. Gib alles und schaffe so viele Punkte wie möglich. Achso, ich muss die wegballern. Die nehmen Gengar, oder? Nehmen wir ab. Aber. Leck den Kamm anscheinend gar nicht, wir müssen anscheinend abballern. Dann nehmen wir doch Abra! Du willst mit Abra den schießen? Abra! Wenn ihr Pokémon Puzzle gespielt habt, dann wisst ihr das mal. Dieser scheiß Ruf der Pokémon bei Pokémon Puzzle ist so schlimm, ey. Akani! Wow. Shoot it! Shoot the case! Ach so, ich soll nur auf A drücken und dann schieße ich das! Ja, was denkst du denn? Wow! Ah! Oh mein Gott! Dann wirfst du auf den Radar-Pobi. Ja. Neue Bestleistung. Ja, das Spiel. Oder anderes Pokémon. Ja, als ob das andere Pokémon was ändert an der Unfähigkeit von mir. Vielleicht. Okay, ich hab den Radar nicht beachtet. Sorry, Freunde. Aber hätte ich ein Steuerkreuz, dann wäre es auch um einiges leichter. Hätte ich einen Steuerkreuz vom komfortablen Spiel her. Hätte ich ein Steuerkreuz. Aber ich kann. Rechts. Rotor. Ich habe aber Angst vor den Geistern. Aber Rotor bringt dir extra Punkte. Geh weg. Jetzt geh doch noch da. Man kriegt man für Rotor Punkte. Geister! Oh fuck! Schieß doch! Aber vielleicht reicht das schon. 600? Ich hab hier auch. Ja. Oh, Gott sei Dank. Tut mir leid, dass ich nicht die Bonus. Doch, hast du schon. Das lächerlichste. Das war gerade der Gipfel der Lächerlichkeit. Weil die Bonusleistung war dasselbe wie die Mindestleistung. Okay. Das Spiel verarscht dich selber, merkst du denn? Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das wäre für kleine Kinder nicht so einfach gewesen. Nein, das ist einfach nur schlecht, glaube ich. Ja, hallo? Wollt ihr das jetzt mal so dastehen? Glückwunsch, du hast es geschafft. Ich habe hier etwas für dich. Das ist ein Splitter vom Himmelsprisma. Das Prisma ist ein Talisman, der den Legenden des
macht mich das immer sehr froh. Wenn ich ein Pokémon zum Lachen bringen kann, steckt es nämlich immer auch seinen Freundeskreis mit dieser Heiterkeit an. Mein Traum ist es, dass ich so irgendwann einmal nicht nur unter den Pokémon hier im Park, sondern überall auf der Welt für strahlende Gesichter sorgen kann. Weltfrieden. Hast du auch einen großen Traum? Ich stehe auf jeden Fall hinter dir. Wenn du alle Bonusleistungen meines Spiels kriegst, könnt ihr gern Freunde werden. Leb deinen Traum, denn er war. In deinem Weg stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn du Rotos. Nein, wenn du Rotos Spiel. Scheiße. Hat irgendwas mit Rotos Spiel? Ich wollte einfach mit dem Original. Ja, okay. Nein. Wirklich nicht? Jetzt sind wir jetzt keine Friends. Nee, du hättest ihn noch härter irgendwie töten müssen. Willst du ihn noch härter töten? Ja, genau. Ich werde ihn noch härter töten. Ich werde ihn richtig, richtig hart töten. Das ist ein Schild. Oh, das sah genauso aus wie ein Schild. Ja, ja, das ist halt die Beschreibung. Oh, du bist zwei Klasse, das war nicht echt. Aber war mir dann noch so 30 Bären. Alles klar, wenn man aus Folge mir hier klar. Jetzt nehmen wir mal einen anderen Viech. Das muss funktionieren. Es ist einfach, wenn man nur mit der Fernbedienung arbeitet, dann bringt das nichts. Ich nehme doch mal Gengar, Alter. Gengar, um andere Geister abzuschießen. Aber wie es lacht. Das ist total creepy, Mann. Aber wie es lacht. Das ist aber schwammig. Das ist, was du meinst. Jetzt versuch mal, in die andere Ecke des Bildschirms zu kommen, so hinter dich oder so. Das ist übel. Oh, du schießt überall hin. Das ist ja nichts. Ey, die geben wirklich Minuspunkte. Schießen nicht ab. Ja, das ist echt okay. Dreh dich doch! Dreh dich doch! Wieso macht ihr das nicht? Also, ich glaube, du bist einfach schlecht. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, du hast recht. So, Moment. Bin ja jetzt mal gespannt. Die erste Runde war zum Eingewöhnen. Dreh dich! Dass der sich nicht dreht! Also hätte man jetzt noch einen Blumenschub. Wäre dann ziemlich gut. Dann könnte man halt einen Blumenschub drehen und mit dem anderen Ding schießen. Also ich weiß nicht, es ist wieder so, auf Teufel komm raus, die Wii hat eine Fernbedienung, die müssen wir so benutzen. Ja. Und Mario Kart verlieren komischerweise alle Leute, die das Rad fahren. Das ist ja auch scheiße, Mann. Ganz genau, als ich auf der Gamescom war, damals, als das rauskam. Also die Wii, also die ganz einfach. Schau. Ich glaube, du bist einfach nur schlecht. Ich habe mehr Punkte geholt als du, ja. Ich habe gerade wirklich. Guck mal, Bestleistung. Und 2100 mehr. Ich glaube, du bist einfach nur schlecht. Ich nehme jetzt ein anderes Pokémon. Ich nehme jetzt. Gibst du das einfach was? Ja, ich nehme jetzt Pantimos! Oh Gott! Das ist eines der creepigsten Pokémon, die es gibt, Alter. Scheiß fucking Pantimos. Das ist so gruselig. Hallo, es hat Ashs Mutter im Haushalt geholfen. Es bumst Ash Mutter. Deswegen ist Pantimos gruselig. Es bumst die Mutter von Ash, Alter. Das ist Interracial Gangbang. Pokémon Gangbang, so nie, ey. Ja, stimmt, eigentlich sind die Pokémon, die da sind, was für dich gehen. Ja. Aber abgesehen von Schlüsselanhänger und Eisgucken. Weißt du, wie viel ich kann. Ja, weil einfach das kein Lebewesen ist. Wie ist das ein Gegenstand? Wann haben denn bitte... Obwohl... Ja, ich schneide mir gerade selber ins eigene Fleisch, weil... Ultraboy ist ja auch ein Gegenstand. Ja, eben. Weil... Aber der war irgendwie... Der war authentisch. Das war okay, weil der sah aus wie ein Pokéball. Ah, fuck! Verdammt! Das geht gerade so gut eigentlich. Hatte ich zumindest den Eindruck. Also, ich hab mit jedem Pokémon andere. Links? Versteh ich nicht. Ja, vielleicht müssen wir mit dem selben spielen. Wahrscheinlich müssen wir jedem Pokémon alles das Beste knacken, damit das Ding mein Freund wird. Da hab ich Hammer keinen Bock drauf jetzt. Fick dich selber. Das ist wieder sowas für Leute, die very ambitious sind. Very ambitious. Oder very keine andere Freundin am Leben, oder? Mutter! Sonst was ab. Lass mich einfach rein! Da drin wird mein Spiel abgehalten! Ich bin mich einfach an, du. Okay, geh einfach jetzt geradeaus. Ich will auch nicht.
Ich hasse es. Ey, nur wenn du am Spiel teilnehmen willst, ja? Ja. Motherfucker. Weißt du das, wenn Räume einfach so gleich aussehen? Das gleiche Problem hatte ich auch mal bei Ocarina of Time früher. Wenn du in den Raum reingekommen bist und hast du gegen so einen Subboss gekämpft und dann auf einmal hast du ihn besiegt und dachtest dir so, aus welcher Tür bin ich eigentlich gekommen? Ja. Und in welche muss ich jetzt rein? Ja, ja gut, dafür hast du ja eigentlich auch die Karte. Aber ja, im ersten Moment... Wenn man die Karte noch nicht hatte, dass den Kompass gefunden hat, dann... Das ist dann ein Hammer Scheiße, ja. Hab vielen Dank dafür, dass ihr Meister Rotom gefunden habt. Ey, wir sollten nicht weitererzählen, dass er da ist. Er hat einfach gelaufen. Direkt erstmal betrogen. Traummagie scheint mit euch sprechen zu wollen. Bis die im Fettsaal. Ja. Bitte schaut euch nochmal im großen Fettsaal vorbei. Fetze und Fetze. Oh ja, okay, das ging schnell, danke. Wie war die nochmal? Du. Ich habe mich derweil über den Himmelsgarten schlau gemacht. In einem uralten Buch habe ich die folgende Nachricht gefunden. Finde das One Piece. Möge der Held in den Himmelsgarten gesandt. Wer, was? Wurde der Held? Werden. Achso, werden. Die Prüfung der Steinzone bestehen und die Eidespforte öffnen. Eiterpforte. Eierpforte. Eiter. Um den Himmelsgarten zu gelangen, musst du also wohl oder übel die Steinzone durchqueren. Deine Aufgabe lautet, die Splitter zum Himmelsgarten zu bringen. Der Glanz des Himmelsprismas und die Freundschaft zwischen dem Pokémon. Alten Gewicht. Was ist los in mir? Das Gleichgewicht des Poképarks aufrecht. Beide sind aufeinander angewiesen. Offenbar sind die Elemente eng miteinander verbunden. Du wurdest von Mew auserwählt. Wir können leider nicht mehr für dich tun, als dich anzufreuen. Rettet den Poképark. Bitte rettet den Poképark. Okay, sorry. Tut mir leid. Da ich weiß nicht, was gerade in mich gefangen ist. Da muss ich gerade mit meiner ordentlichen Slang-Comedy-Situation retten, ne? Jo, dann tut ganz gut hier, du. Okay. Aber dann sind wir jetzt fertig in dieser scheiß Fickzone. Aber das ist auch der offizielle Name dafür. Diese scheiß Fickzone. Und voll viele davon haben wir gruselig gelesen. Oder voll viele waren einfach so. So wie so die Gulag. Ja, ich wollte dich nicht mehr, Freunde. Oh, Elekid, das haben wir schon wieder. Oh! Sprich es an. Zwirrlicht! Sprich einfach mal Elekid an. Zwirrlicht! Zwirrlicht! Elekid. Was soll denn eigentlich gruselig aus diesem Haus sein? Ich könnte echt etwas Spannung vertragen. Wie wär's zum Beispiel mit einer Runde Verstecken? Komm, spiel mir Verstecken. Ist das nicht dein Lieblingsspiel? Sehr. Alles klar, ich verstecke mich. Ja. Oder so. Wetten, wenn ich die Kamera drehe, sehe ich es. Ja, dann freu dich. Dann ist es umso schneller. Oh nein, es ist auch noch anstrengend, das zu finden. Oh, das ist tatsächlich nicht direkt. Schnell, die Zeit läuft ab. Ey! Das ist echt so weit weg von seinem Ursprungsort? Weißt du, das ist ein Fettsaal? Da bist du auf dem Holzweg. Wahrscheinlich. Ach ja, ist irgendwie viel zu weit weg von da, wo wir es gefunden haben. Oh mein Gott, wir finden es nicht! Was ist los? Was ist das Ding? Hä? Also ich glaube ja, dass es irgendwo da war, wo wir es zuerst gefunden haben. Also hier ist es definitiv nicht. Das hat bestimmt hinter irgendeinem Stuhl. Warum mit dem hinter Ding? Hinter irgendeinem Stuhl gesessen oder so. Hinter Scheiße. Ach ja, wir sind gerade durch die ganze Mansion gelaufen. Die mit dem roten Stuhl. Schade. 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 Guck mal. Hey, das hat echt Spaß gemacht. Ja, du Spaß, das soll finden. Eigentlich so gruselig an diesem Herrenhaus sein. Ich könnte echt etwas Spannung mit einer Runde verstecken. Vom Spiel mit verstecken. Alles klar, dann verstecke ich mich jetzt. I don't know who you are, but I will find you. Der ist irgendwo da in der Nähe. Probier mal, wenn du jetzt hier irgendwo so da so... Nee, jetzt geh mal links lang. Dann warte mal, ich steck dir auch noch hinter einer Säule. Dann wäre noch frei. Jetzt hier nicht am Start. Aber die sagen uns ja eigentlich, wenn wir falsch sind, ne? Ja, ja, eben. Hier bin ich eben lang gelaufen, da war er nicht. Und oben? Unten beim Rotor? Nee, da hat er mir, da wollte ich ja hinlaufen, da hat er mir schon gesagt. Du bist auf dem Holzweg. Ich auch. Also ich weiß einfach nicht, ob jetzt nicht im Fettsaal ist. Und nicht da. Türfinst. Also, vielleicht irgendwie da rechts? Das muss hier irgendwo sein. Da, nee, das ist Abra, ne?
Was? Ja! Nein! Aber nein. Gauer war was Gelbes. Es kann doch nicht sein, dass wir dieses komische Elektroviech nicht finden. Da bist du auf dem Holzweg. Das sagt mir auch sofort, wenn ich falsch bin. Geh doch, lauf doch, du dummes Stück Scheiße! Schade. Schade, schade. Schade, Schokolade. Das hat echt Spaß gemacht. Naja. Das hat keinen Spaß gemacht. Fick dich, ich hab keinen Bock mehr auf dich, du Mose. Wir brauchen deine Freundschaft nicht. Nein, ich glaube nicht. Was bildet der sich ein? Meint der, kann sich einfach verstecken in diesem scheiß Gebäude da, oder was? Oh Mann. Genial. Oh Mann, ey. So. Wir sind übrigens im Nerdkalypse-Look. Ja. Ich hab sogar. Ja, das ist hier, ne? Das beste T-Shirt, was ihr gegen kein Geld, sondern nur durch Gefälligkeiten von mir erstehen könnt. Ich wurde schon mehrfach gefragt, ob es das auch zu kaufen gibt. Echt? Ja. Echt? Wie überrascht du bist. Ja, wirklich. Also jetzt nicht... Echt? Deine Scheiße will irgendwer haben? Wow! Nein, also ich denke eher voll cool. Ja. Also ich wollte eigentlich meine Begeisterung damit ausdrücken. Und zwar cool, dass irgendjemand das kaufen möchte. Ja.